Klimawandel können oder wollen wir nichts tun? Unsere Frage heute, und wir versuchen Antworten zu geben mit dem Klimaforscher Mojib Latif. Und die 00800-22-54-2254 hat Pierre Nikolic gewählt. Hallo, Herr Nikolic. Einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie. Ja, letzten Endes beschäftigt mich eine ganz konkrete Frage. Was für eine Chance hat eben, haben all die Maßnahmen, die ergriffen werden, solange wir in der Ökonomie das Diktat des Wachstums haben? Das ist so die große Frage, die mich bewegt. Mojib Latif, danke, Herr Nikolic. Ja, es braucht natürlich hier einen Paradigmenwechsel, das ist völlig klar. Also unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten, das geht gar nicht. Das setzt sich auch so langsam bei den Kollegen der Wirtschaftswissenschaften fest. Aber es ist eben jetzt in der Praxis noch nicht angekommen. Da müsste man einfach versuchen, auch auf der weltpolitischen Ebene etwas gegenzusteuern. Aber da spielen eben nationale Egoismen eine extrem wichtige Rolle. Und die Politik ist nicht fähig, diesen Teufelskreis letzten Endes zu durchbrechen, den gordischen Knoten zu durchhauen. Aber das ist wirklich der elementare Punkt, den Sie ansprechen, Herr Nikolic. Solange unser Wirtschaftswachstum wirklich darauf basiert, man muss es mal so deutlich sagen, auf der Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschheit, solange werden wir immer auf dem falschen Kurs sein. Also einer der Hauptgründe für die Klimaerwärmung gilt ja El Niño. Und da wiederum gelten Sie als der Experte für dieses Wetterphänomen. Was ist das überhaupt genau? Ja, El Niño ist ein Phänomen, das im tropischen Pazifik abläuft. Es handelt sich dabei um eine Erwärmung des tropischen Ost- und Zentralpazifiks, die so im Mittel alle 4 Jahre auftritt. Es ist ein natürliches Klimaphänomen. Und weil so eine riesen Fläche sich über einige Monate lang erwärmt, wirkt das wie eine gigantische Heizplatte für die darüberliegende Atmosphäre. Und das bringt dann die ganzen Wind- und Drucksysteme durcheinander. Und deswegen hat man fast überall auf der Welt dann mit Auswirkungen zu rechnen. Und einige haben wir ja schon gesehen dieses Jahr, weil dieses Jahr ist tatsächlich wieder so ein El Niño-Jahr. Das wird auch der Grund dafür sein, dass 2015 wieder ein Rekordjahr wird, was die globale Temperatur angeht, weil El Niño eben auch die globale Temperatur beeinflusst. Und ja, auf der einen Seite hat man extreme Trockenheit in Südostasien. Wir haben ja gesehen, wie die Brände in den Regenwäldern eskaliert sind, weil es eben extrem trocken gewesen ist. Also diese unsäglichen Brandrodungen, die eskalieren dann nochmal. Wir haben gesehen, dass in Kalifornien es auf einmal sinnflutartige Niederschläge gegeben hat, die ja eine viele, viele Jahre lang erhaltende Dürre zu beklagen hatten, wo es dann zu Erdrutschen und so weiter gekommen ist. Wir haben gesehen, dass in Südamerika an der Pazifikküste die Atacama-Wüste geblüht hat. Das heißt, auch dort gab es extreme Regenfälle. Wir sehen, dass auch in Afrika Klimaanomalien zu beobachten sind. Und ja, dieses Phänomen, jetzt wieder zum Klimawandel zu kommen, könnte möglicherweise durch den Klimawandel auch beeinflusst werden. Und es besteht die Gefahr, dass sich einfach solche Ereignisse weiter intensivieren werden, was natürlich gerade für die Pazifikanrainer eine Katastrophe wäre. Und Ihr Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung ist in Kiel und aus Kiel ruft jetzt Silke Thiemer an. Hallo, Frau Thiemer. Ja, guten Morgen ins Studio. Ich hätte eine Frage an Herrn Latif, beziehungsweise zwei. Die erste wäre, wir hatten ja einen Bürgerentscheid in Hamburg und Kiel in Bezug auf Olympia. Dieses Damoklesschwert ist an uns vorbeigegangen, weil zum Glück die Hamburger sich dagegen entschieden haben. Meine Frage jetzt an Herrn Latif, was hat Olympia mit Klimaschutz zu tun? Zweite Frage, was machen Sie persönlich oder beziehungsweise mit Ihrem Helmholtz-Institut in Bezug auf die Kreuzfahrtschiffe in Kiel, wo Sie vorhin schon sagten, der Ausstoß von dem Diesel ist gravierend, auch fürs Klima. Und hier in Kiel ist es nach wie vor so, dass es keine Stromverbindung ans Land gibt.
Okay, die beiden Fragen. Danke, danke, ja. Frau Thiemer nach Kiel. Gut, also Fragen. Ja, ich habe für Olympia gestimmt, habe auch dafür geworben. Der Grund hat jetzt nichts mit Klima oder Umweltschutz oder sonst was zu tun. Der Grund hat einfach damit zu tun, dass ich viele Sportler kenne, die schon auf Olympischen Spielen gewesen sind und die mir immer wieder sagen, das ist wirklich etwas und das rückt einfach immer in den Hintergrund, was der Völkerverständigung dient. Ja, dieses ganze Drumherum finde ich auch nicht so gut, aber selbst die amerikanischen Basketballspieler, die aus Sicherheitsgründen nicht im olympischen Dorf übernachten dürfen oder wohnen dürfen, die finden das extrem schade. Und die gehen dann zumindest zu Besuch mal dahin, um diese Stimmung aufzusaugen gewissermaßen. Und das ist eigentlich so schade. Ich finde, wir brauchen viel mehr Völkerverständigung. Und wenn die Olympischen Spiele wieder das wären, was sie mal gewesen sind, dann glaube ich, würden wir auch so ein bisschen jedenfalls in Richtung Frieden gehen können. Das ist das okay, eine. Also jetzt die Frage nach den Schiffen und dann habe ich selber nämlich noch zwei ganz persönliche Fragen. Genau. Also die Schiffe ganz schnell, wir versuchen halt die Schiffe ganz allmählich mit erneuerbaren Methan, also erneuerbaren Erdgas auszurüsten. In Kiel ist es noch nicht. Ich bin in einem Pilotprojekt beteiligt in Hamburg, also im Hamburger Hafen, wo es inzwischen funktioniert, dass die, also und das sind auch nicht alle Schiffe, das sind nur einige wenige, dass die dann eben nicht mehr ihren diese laufen lassen müssen, sondern sozusagen dann mit Erdgas versorgt werden und so dann ihre Energie beziehen können. Ja, wie gesagt, das ist ein Pilotprojekt, aber da bin ich dran und ich hoffe halt, dass es dann irgendwann mal der Standard wird. Jetzt muss ich da endlich das biografisch fragen. Es haben so viele Hörer angerufen, dass das so ein bisschen in den Hintergrund ist. Ich bitte um Entschuldigung und Nachsicht. Pakistanische Wurzeln haben Sie. Herr Erlatif, erzählen Sie mal, wie sind Sie überhaupt zur Wetter- und Klimaforschung gekommen? Ja, ich muss wohl immer den Forscher schon in mir gehabt haben, als ich zur Schule gegangen bin, Strafarbeiten aufgebrummt bekommen habe, habe ich mir dann immer haben so... Haben Sie die verdient? Ja, wahrscheinlich. Habe ich mir immer so exotische Themen ausgesucht, unter anderem den Süßwasserpolypen, ja, oder auch die Zuckerkrankheit, einfach auch so, um die Lehrer ein bisschen zu ärgern, weil die mussten sich dann ja auch damit beschäftigen und damals gab es kein Internet oder sowas, das heißt, da muss man richtig... das war in den 60er, 70er Jahren bin ich zur Schule gegangen und und das hat mir halt Spaß gebracht und da habe ich schon gemerkt, ich habe so eine Ader und ich wollte dann schon gerne Naturwissenschaften machen, meine Eltern meinten aber dann, nee, mach was Ordentliches, womit du Geld verdienst, habe also erstmal mit Wirtschaftswissenschaften angefangen, aber habe dann sehr schnell gemerkt, das ist nichts für mich, habe dann doch umgesattelt auf die Naturwissenschaften und ich fand dann ein Fach der angewandten Physik und das ist eben die Meteorologie, sehr spannend und habe das dann halt gemacht. Und dann haben Sie noch eine ganz andere Art entdeckt, weil Sie spielen auch als Schauspieler. Ja, das stimmt. Also es geht hier um die sogenannte Weltklimakonferenz mit Rimini-Protokoll. Das ist ein Laientheater. Wir ahmen in gewisser Weise eine Weltklimakonferenz nach. Die Zuschauer, die kommen, findet im Hamburger Schauspielhaus statt. Das sind die Delegierten. Das heißt, also da sitzt man nicht einfach, lässt sich berieseln, sondern man muss mitmachen. Man geht zu Briefings. Das heißt, man sitzt da nicht nur rum, sondern muss in andere Räume gehen. Zum Teil müssen sie in einen Bus einsteigen und der fährt auch los, weil Verhandlungen, also zumindest so inoffizielle, finden auch in Bussen statt, wenn man vom Tagungsort zum Hotel fährt und so weiter. Und ja. Und was spielen Sie da? Ich spiele mich. Das heißt also, ich informiere die Leute, die Delegierten über bestimmte Themen, meine Kollegen auch, ich bin ja nicht alleine, wir sind ganz viele Experten dort. Und wann wieder? Wir spielen am 11. Dezember wieder im Hamburger Schauspielhaus. Das ist übrigens der letzte Tag der Weltklimakonferenz. Dann werden wir auch eine Live-Schaltung haben nach Paris, um mal zu sehen, wie der Stand der Dinge da ist. Und wie kommt das bisher an beim Publikum? Ja, also super gut. Ist fast immer ausverkauft. Wir hatten schon ein Gastspiel in München oder zwei. Ich konnte nur bei einem Gastspiel dabei sein. Und wir haben Anfragen aus anderen Städten, zum Teil aus anderen Ländern, zum Beispiel aus den Niederlanden. Also kommt super gut an, ist auch was für Schulklassen beispielsweise und da kriegt man einfach mal so ein bisschen präsentiert, wo auch die Probleme liegen, warum man sich eigentlich nicht so einfach einigen kann. Okay, dann sage ich jetzt toi 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 für die nächste Aufführung am
11. im Schauspielhaus Hamburg. Und ich sage ganz herzlichen Dank in Hamburg im Studio an Mojib Latif, den Klimaforscher vom Helmholtz-Zentrum in Kiel. Und ich danke allen, die angerufen haben, vor allem die, die jetzt nicht durchgekommen sind. Nachhören können Sie die ganze Sendung natürlich unter deutschlandradiokultur.de und alles zu Mojib Latif im Internet finden Sie unter geomar.de. Klaus Pokatzki sagt Tschüss und verweist darauf, dass gleich nach den Nachrichten hier die Lesart kommt, das politische Buch mit Christian Rapanzel.